Das Jahreshoroskop 2023 für alle Waagegeborenen. Dein Spruch des Jahres lautet: Du bekommst wieder Saturn und Pluto Unterstützung. Jupiter pusht dich nach vorn. Interessante Begegnungen können sich ankündigen. Und auch Venus und Mars geben dir viel Kraft. Zwei Finsternisse stehen mit dir im Kontakt. Für dich, meine liebe Waage und alle meine lieben Waage-Aszendenten. Das neue wunderbare Power-Mars-Jahr 2023 will dich noch weiter nach vorne pushen. Du bekommst Jupiter, unseren Glücksplaneten, noch bis zum 16.05. aus dem Widder in einer kreativen Spannung geliefert. Und das regt zu allerlei Unternehmungen an. Du kennst das ja schon aus dem vergangenen Jahr. Manchmal kann es eben bei dem einen oder anderen auch spannungsreichen Jupiter-Aspekt dann so ein bisschen zu viel des Guten werden. Da muss man dann einfach auch mal aufpassen und darauf achten, dass es eben nicht zu viel wird. Grundsätzlich kann man aber damit sehr, sehr viel in die Wege leiten. Nur wenn du hier übertreibst, können sich natürlich auch die wunderbaren, schönen Entwicklungen, die sich da anzeigen, in Schall und Rauch übergehen. So, der Traum von Größe und von Besonderheit, der kann hier auch manchmal sehr trügerisch sein, dass man vielleicht da zu viel hineininterpretiert. Manche Alltäglichkeiten können da einem vielleicht auch mal als lästige Pflicht das Gefühl als lästige Pflicht daherkommen, und hier benötigt es dann natürlich auch viel Disziplin und da das gewisse Maß zu behalten. Aber das sind einfach auch ein paar Sachen, die dann einfach in die Achtsamkeit, wo man in die Achtsamkeit gehen muss, damit das dann sich nicht zu sehr ausweitet. Ich will mich jetzt erstmal vorstellen. Mein Name ist Bärbel Roy. Ich bin deine Astrologin für Selbstständige, für Führungskräfte, für all die Menschen, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen möchten. Ich coache und berate Menschen genau darin, wie sie mit der Macht der Zahlenwirkung von Numerologie und Astrologie ganz konkret ihre geschäftlichen, persönlichen und finanziellen Entscheidungen unterstützen können und diese auch mit diesem Hilfsmittel nutzen können. Wenn das für dich ein spannendes Thema ist, dann komm ganz einfach zu mir in ein Gespräch, auch gerne in ein Vorgespräch, denn ich coache ja auch Menschen, und wir schauen einfach, was für dich momentan dran ist. Als Berater für ein Beratungsgespräch kannst du bei mir auf die Webseite www.babel-roy.de gehen, unter Menüpunkt Beratung anklicken, und schon bist du in einem Beratungsgespräch, kannst du dich dort anmelden. Ja, und ansonsten schreib mir einfach eine E-Mail. Ich habe ja meine E-Mail-Adresse auf meiner Webseite oben eingelassen. Und wenn du hier in den Netzwerken unterwegs bist oder in YouTube, dann findest du auch meine Kontaktdaten direkt dort immer in den im Schriftteil. So, jetzt geht's zu deinem Jahreshoroskop. Saturn, unser Hüter und Begrenzer, steht den Geburtstagen der dritten Dekade noch bis zum 6.3. unterstützend zur Seite. Und das stabilisiert dich in vielerlei Hinsicht. Vor allen Dingen, das war ja auch das letzte Jahr schon sehr unterstützend, was die Selbstsicherheit betrifft. Auch eine unterstützende Eigenverantwortung. Die Ausdauer wird da sehr stark mit gefördert. Und das ist einfach wichtig für Vorhaben, die dann in die Wege geleitet werden, dass du da auch die Kraft der Entscheidung sozusagen mitbekommen hast. Und das ist auch in diesem Jahr bis zum 6.3. noch aktiv. Die Anerkennung für deine Leistung solltest du dann auch bekommen können. Es ist auch deine Zuverlässigkeit, dein Fleiß und dein organisatorisches Talent. Das kann ja dann natürlich auch ein Stück weit auf der Karriereleiter weiter nach vorn bringen, weil dieser Saturn dich in dieser Art und Weise wirklich sehr unterstützt. Das ist also sehr angebracht, in den ersten Wochen des Jahres da schon mal seine wesentlichen Pläne da in Bewegung zu bringen. Pluto, unser Transformationsplanet, der wandert am 23.3. in dein befreundetes Sternzeichen Wassermann. Und dort bleibt er 3 Monate. So wird er in dieser Zeit für die Geburtstage vom 23.9. bis zum 26.9. schon mal einige wesentliche Aufgaben in das Feld senden. Denn der Pluto steht ja
für dich günstig und er unterstützt dich dabei, sozusagen die beste Version von dir selbst dort in die Wege zu leiten. Es ist also der Beginn eines sehr langen Prozesses der Erneuerung, der für dich aber sehr förderlich steht. Und interessant finde ich auch die Verbindung, die du zu Mondknoten, unserer gesellschaftlichen Seelenentwicklungsaufgabe, bekommst. Er steht ebenfalls dann in kreativer Spannung zu dir ab dem 17.07., wenn Mondknoten in den Widder einzieht. Da bekommt man besonders jetzt die Geburtstage der dritten Dekade dann spannende Begegnungen ins Leben gesendet. Oft sind das auch karmische Begegnungen. Da hat man dann hat man irgendwo die universelle Botschaft mit im Gepäck. Es kann auch zum Beispiel der Seelenpartner in dein Leben treten. Man hat das Gefühl, man kennt sich schon ewig, aber man weiß eigentlich gar nicht richtig, wie man das einordnen soll, dass man gar nicht richtig weiß, wie einem geschieht. Es zeigen sich auf jeden Fall ziemlich aufregende Zeiten an damit und das sind dann meistens Begegnungen, die einen langfristigen Charakter mitbringen. So, auch die zwei Finsternisse werden in diesem Jahr mit dir direkt in Kontakt sein. Am 20.04. findet ja die erste Sonnenfinsternis statt. Und die ist dann auf 29 Grad Widder und auf 0 Grad Stier. Und damit bist du dann direkt involviert als Waage, dem gegenüberliegenden Zeichen von Widder. Ja, in diesem Umkreis der Finsternis dann voll mit drin. Und die Sonnenfinsternis am 14.10. steht direkt mit den Geburtstagen der dritten Dekade in Umarmung. Und das sind dann immer Auslöser für wesentliche Neuentscheidungen, auch Neuentwicklungen. Die Finsternisse, wie wir wissen, haben ja immer im Allgemeinen eine Wirksamkeit von 6 Monaten und im Speziellen bis zu 3 Jahren, wenn zum Beispiel persönliche Planeten dann dort im Kontakt stehen. Das sind dann aber auch immer wichtige Lebensphasen, wo große Stellschrauben gesetzt werden, wo es lang gehen soll. Ich schlage dir ganz einfach vor, komme zu mir in ein Beratungsgespräch und lass einfach mal schauen, was bei dir jetzt gerade dran ist. Wo geht denn jetzt gerade der Weg hin? Das kannst du wieder ganz einfach unter www.bärbel-reu.de/beratung oder Menüpunkt Beratung klicken und da bist du direkt bei mir. So, jetzt habe ich für dich auch deine Zeit in der Liebe, meine liebe Waage, in 2023. Die Liebe will in diesem Jahr auch richtig zelebriert werden. Gleich ab dem 3.1. bis zum 27.1., wenn die Venus im Wassermann super günstig zu dir steht, dann kannst du natürlich außergewöhnliche Begegnungen und schöne Erfahrungen auch in Liebesangelegenheiten erfahren. Im Wassermann ist ja die Venus so wunderbar unkonventionell und überraschend anders. Und das kannst du natürlich dann entsprechend genießen und dich da auch mal drauf einlassen und da auch richtig Energie tanken. Vom 20.02. bis zum 17.03. steht dann die Venus in deinem gegenüberliegenden Sternzeichen Widder. Dort trifft sie dann auch um den 27.02. bis 5.03. auf unseren Glücksplaneten Jupiter. Und dann kann es also eine ziemlich heiße Phase ankündigen. Da ruft dann das Abenteuer und du wirst da dann ziemlich sicher auch heftig umworben werden. Oder du bist selber jemand, der jetzt sich gerade in Bewegung setzt. Und das ist einfach eine super, super gefühlsstarke Stimmung, in der du dann da bist. Also wenn du das richtig nutzt, dann kannst du auch super auftanken, Energie auftanken, tanken. Vom 11.04. bis zum 7.05. steht dann die Venus in den Zwillingen und da sprüht dann natürlich dein Charme so richtig. Die Flirtlaune in den Zwillingen ist sehr groß, da kann man sich natürlich dann mit interessanten Kontakten zusammentun und wer weiß, vielleicht ist ja da auch genau der Richtige dabei oder der Mensch, mit dem du sowieso schon in Kontakt bist, den erlebst du plötzlich ganz anders oder ganz neu oder man umwirbt sich wieder neu. Ja, und ab dem 5.6. dann wandert die Venus in den Löwen und da verbleibt sie für die kommenden 4 Monate. Das ist auch eine heiße Liebeszeit für dich. Das ist eine schon lange, nicht mehr so lange Liebeszeit.
Denn das war, also ich habe das mir aufgeschrieben, 2015 war das das letzte Mal, wo die Venus so lange in dem Löwen gewandert ist. Das ist natürlich für dich dann auch jetzt als Waage die Bühne schön bereitet und hergerichtet. Da kannst du dich dann auch entfalten. Venus wird allerdings vom 23.07. bis zum 4.09. dann auch in dem Löwen rückläufig. Und das ist dann nochmal zusätzlich eine heiße Angelegenheit, weil wir ja auch die Lilith, unsere ungezähmte Liebesgöttin, die Wilde im Löwen unterwegs haben. Und da kann man sich einfach ein bisschen anschnallen. Da ist allerhand los. Und da kann man natürlich auch spezielle Erfahrungen machen. Das nur als Tipp. Auf jeden Fall ist sehr viel Energie im Liebesleben unterwegs. Aber hier gehört natürlich auch immer das Geld dazu. Ja, zur Venus gehört ja auch immer das Geld. Ja, unsere Zeiten der Kraft für dich, meine liebe Waage, in 2023. Mars steht noch bis zum 12.01. in den Zwillingen in der Rückläufigkeit. Wenn der dann vorwärts wandert, dann ist für dich in den Zwillingen natürlich diese Energie auch zur Verfügung bis zum 25.03. Da ist viel Power da, denn der Mars in den Zwillingen hat aber eine sehr schnelle Zunge. Aber hier kann man natürlich mit der Venus, mit der Venus und mit dir, mit der Waage, Sonne auch diesen ästhetischen Bereich sehr pflegen. Vom 21.05. bis zum 11.07. wandert dann der Mars in den stolzen Löwen und liefert dir da ehrenvolle Schöpferkraft und auch viel künstlerische Energie, wo du da sehr, sehr viel in die Wege leiten kannst, auch was deine ganze persönliche Veranlagung mit Fairness und so weiter zu tun hat. Da kannst du dann auch nochmal die Energie richtig spüren und anwenden für dich. Wenn der Mars dann vom 28.08. bis zum 12.10. durch dein Zeichen wandert, dann kannst du natürlich da die ganzen Qualitäten voll für dich nutzen. Du bist dann in der gesamten Kraft dieser Mars-Position und das stärkt natürlich das Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstachtung und Selbstwertgefühl. Und auch dann gehören ja da die Liebessterne noch dazu. Das ist natürlich eine ausgezeichnete Kombination für dich, dich da so richtig zu produzieren. So, wenn Mars dann in der Zeit vom 24.12. bis 31.12. in den optimistischen Schützen unterwegs ist, dann kannst du nochmal so richtig kraftvolle Unterstützung bekommen. Da ist natürlich auch nochmal zusätzlich der Gerechtigkeitssinn sehr, sehr stark gefördert. Das passt natürlich auch wieder super zu dir. Und in allen Beziehungen will man dann natürlich auch viel Loyalität erleben und den Partner auch entsprechend gewürdigt haben und sich als Partner gewürdigt haben. Da kannst du natürlich dich so nochmal richtig produzieren. Und das in der letzten Woche des Jahres ist natürlich auch eine sehr, sehr schöne Geschichte, sich da nochmal so eine Zeit zu gönnen oder dann auch nochmal richtig auf Hochtouren aufzufahren. Tja, und damit, meine liebe Waagegeborenen, wünsche ich alles, alles Liebe und so richtig ein richtiges, tolles, erfolgreiches, energiegeladenes Power Mars-Jahr 2023, dass du die Chancen, die da sind, auch wirklich nutzen kannst und die richtig in die Wiege leitest, das, was du selber auch möchtest. Und wenn du mit den Sternen planen möchtest, dann hol dir ganz einfach das Jahrbuch der Wochenhoroskope 2023. Du siehst es hier im Hintergrund schon. Das ist ganz einfach bei mir auf der Webseite www.babel-roll.de direkt auf der Startseite kannst du das bekommen. So, es gibt ein Hardcover, ein Paperback, ein E-Book, das ist alles dort, kannst du das auswählen, was du gerne möchtest. Es ist eine wunderbare Planungshilfe für das ganze Jahr und alles sehr genau recherchiert, die ganzen 52 Wochen und auch die Vorinformationen, was uns so erwartet mit den ganzen Planetenveränderungen. Da kannst du auch nochmal alles genau nachlesen. Tja, und wenn du zum Beispiel gerne wissen willst, wie es bei dir weitergeht, oder wenn du zum Beispiel in der Planung hast, also du hast ein genaues Prozedere, was jetzt losgehen soll, dann komm ganz einfach auch zu mir in ein Vorgespräch für ein Coaching. Ich gebe ja auch Coachings und begleite 3 Monate lang mit meinen astrologischen und numerologischen energetischen Kenntnissen, wo man dann genau hingucken kann, wann ist denn was dran, aber das kann ich dir dann in so einem Gespräch dann schon mal vorher als Information geben. Oder du kommst zu einem Beratungsgespräch, wie du weißt, da kannst du direkt
direkt auf meiner Webseite den Menüpunkt Beratung anklicken und schon kommst du zu mir. Ich freue mich auch, wenn ich dich sehen sollte in meinem Live-Call. Ich habe ja einen Astro-Live-Call jeden Dienstag um 18:15 Uhr. Da besprechen wir dann immer direkt. Da hast du mich direkt vis-à-vis zu dir und kannst mir Fragen stellen in so einem Live-Call zu den Wochenendereignissen im Verhältnis vielleicht zu deiner eigenen persönlichen Sternkonstellation. Und wenn dir das Video jetzt gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir ein Like, einen Daumen hoch gibst und auch das meinen Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst. Dann bist du immer direkt gleich mit mir verbunden, sobald ich neue Veröffentlichungen mache. Und dann bekommst du auch das immer direkt geliefert, immer aktuell und up to date. So, ja. Und jetzt verabschiede ich mich von dir. Ich wünsche dir alles, alles Liebe für das Jahr 2023. Sei ganz, ganz herzlich gegrüßt von mir, Bärbel Roy, deine Astrologin. Tschüss, mach's gut.